Gegenständen so typisch ist, dahinter was finden. Jo. Ich will mal gerade gucken, wie viele kleine Medipacks. Wow, 11. Und 2 große. Also an kleinen Medipacks mangelt es uns hier jetzt nun wirklich nicht mehr. Ich weiß, dass ich an diesem Raum nie wieder vorbeikommen muss, deswegen kann ich das Teil auch nehmen. Ja. Das ist allerdings eine gemeine Stelle. Aber wenn man hier an der Seite vorbeiläuft, kann einem nichts passieren. Ja, hier fallen halt so ein paar Steinbrocken durch die Gegend. Lara! Man sieht dich ja gar nicht. Okay, jetzt sieht man dich wieder. Ich weiß nicht, wie die Frau sich das traut. Ich würde mich hier wirklich nie reintrauen. Weil eigentlich ist so ein Treibsand-Dings auch dafür typisch, dass man darin auch wirklich versinkt und gar nicht mehr rauskommt. Aber gut. Hier in Tomb Raider ist das natürlich was anderes. Das hört sich schon wieder so geil an. Hört sich überhaupt nicht nach Falle an. Oh ja. Die Musik will uns ja schon sagen, also hier ist etwas, worauf du achten sollst. Hey, dieser Track ist halt irgendwie typisch dafür. Da jetzt in diesem Fall ist hier so eine Kugel. Das erinnert mich genau wie an... das erinnert mich an Tomb Raider 2, der Tempel des Xian. Hieß das Level ja? Okay, wir haben jetzt 2 Wege. Ich nehme mal den schwierigeren. Messer! Ui. Ja, und hinter uns rollt eine Kugel her. So. Oh. Ah, vielleicht war das doch eine schlechte Entscheidung. Ja, okay, der einfachere Weg ist der da. Da kann man einfach durchlaufen und jetzt komme ich da allerdings nicht mehr rein. Ja gut, da wird dann höchstens nur ein Medikament oder so liegen. Also nichts Wichtiges. Hallo. Ist ja nett, dass ihr mich so schön umgarnt, aber das ist mir unangenehm. Sind hier nicht noch mehr Affen? Nö, scheinbar nicht. Und ja, ich zünde jetzt alle nasenlang Fackeln an, ist mir aber egal. Hier liegt wieder ein Medipack. Wahrscheinlich wieder von so einem Affen nach hier transportiert. Ich wollte gerade sagen, diese Stelle mit dem Track hat mich so an Tomb Raider 2 Tempel des Xian, wo wieder so eine Kugel zugerollt ist, nachdem diese kleine Melodie kam. Genau, daran hat mich das halt erinnert. Und das ist schon das zweite Mal, dass ich so einen Kristall unnötigerweise einsammle. Naja, aber macht ja eigentlich im Grunde nichts, weil ich hier eh nie wieder vorbeikommen muss. Und damit sind wir wieder hier. An dieser Stelle, wo wir halt schon waren. Jetzt brauchen wir halt noch einen zweiten Schlüssel, ne? Dafür laufen wir jetzt hier in die zweite Tür rein. Speichern, würde ich sagen. Ich kenne mich ja. Ich werde hier jetzt irgendwo verrecken und dann wahrscheinlich denken, scheiße, ich kann den ganzen Shit nochmal machen. Diese Möglichkeit will ich mal außer Kraft setzen. Okay. Hier ist ein Unterwasserhebel und so talentiert Lara auch ist, kann sie das Teil natürlich nicht aktivieren, wenn hier kein Wasser ist, weil es ist ein Unterwasserhebel. Vielleicht ist sie auch einfach so eine übelste Perfektionistin und hat einfach so diese typische Macke, dass man diesen Hebel halt nicht aktiviert, weil das dafür vorgesehen ist, dass man es unter Wasser aktiviert. Jedenfalls liegt da hinten ein Schlüssel, der zweite Schlüssel, den wir dann aufsammeln können. Liegt hier irgendwas? Erstmal wieder so schön alles checken. Vielleicht hat einer dieser Affen wieder ein Medipack im Maul gehabt. Allerdings nicht. Ja gut. Nächster Raum. Und meine Stimme kackt gerade so ein bisschen ab. Ich habe gerade ein bisschen was getrunken. Weil das habe ich jetzt irgendwie nötig. Weil ich hier sonst gar nicht mehr reden kann. Okay, da ist eine Tür. Yay. Hier sind wieder so schöne Feuerdinger, die uns eigentlich nichts ausmachen. Und ich weiß, was jetzt hier auf mich zukommt, deswegen schwimme ich hier mal ganz tief am Grund. Hier konnte man irgendwo hoch. Achso, das ist nur ein Luftloch. Ja, Lara, nein, ich will deine Glocken nicht sehen. Ich mache jedes Mal wieder Inventar auf und zu, übrigens. Hier fallen irgendwelche Brocken.
Und ich wurde gerade vergiftet, verdammt. Ich mache hier die ganze Zeit, ja, das habe ich euch eigentlich ja schon gesagt, so, Hauptmenü auf und zu, nicht Hauptmenü, halt Inventar auf und zu, damit die Musik auch unter Wasser zu hören ist. Und irgendwie ist diese, ist das nicht gerade abwechslungsreich, weil die Musik kam in dem anderen Raum auch schon wieder. So, und diese Stelle, das habe ich mal ganz, ganz oft geübt, dass ich das so flüssig in einem Durchlauf schaffen kann. So, mal gucken, ob ich das immer noch drauf habe. So, und so, yep, scheinbar habe ich das immer noch drauf. Also, wenn ich jetzt irgend so einen Speedrun machen würde, wäre das dafür ganz gut geeignet. Oder so ein Let's Bet oder, ich weiß nicht, Hardcore Challenge oder sowas. Irgend solche Tomb Raider Dinger gibt es, ja. Oh, oh, jetzt bloß nicht runterfallen. So, und dann können wir darüber springen. Und ist mir jetzt egal, wenn ich vergiftet werde. Ja. Dieses Mal werde ich allerdings nicht vergiftet. Jo. Und man hat irgendwie... Ich wäre fast gegen die Wand geknallt. Man hat irgendwie schon gesehen, da... Genau, da unten ist so ein Durchgang, da kommen wir von hier nicht hin. Ich habe früher mal ganz oft rumgerätselt, wie ich da reinkomme, weil ich dachte, es würde dort weitergehen. Weil ich hier mal kurz gehangen habe und nicht weitergekommen bin. So, jetzt warte ich, bis die Pfeile ungefähr weg sind. So. So diagonal zu springen ist sicherer. Yeah. Ich mag diesen Sound irgendwie voll. So, Medipack. Da liegt nix. Ja, dort geht's weiter, aber hier unten sind Stacheln und ich will mal wieder Selbstmord begehen. Deswegen lasse ich mich da jetzt runter. Nein. Grund ist einfach, weil hier kommt man zum nächsten Geheimnis. Na? Geheimnis-Sound, ich warte auf dich. Ja gut. So. Achtung, Waffe. Ja toll, jetzt müssen wir wieder kriechen. Ich glaube, dass hier wieder so eine Schlange kommt. Ja, da... Ich sehe dich doch, wie du da in der Ecke deinen Winterschlaf machst. Mittagsschlaf, meine ich. Und ein Kristall, das ist gut, da wir ja gerade eben so ein bisschen Leben in den Stacheln verloren haben. Was mir eigentlich prinzipiell egal ist, weil ich 100 Medipacks habe. Ja. Und jetzt kommt man hier wieder raus. Und ich muss das Ganze wieder klettern. Hier ist das, ja. Okay. Hier wieder so Speedrun-mäßig. So. Und ja, eigentlich müsste ich jetzt die Fackel wegschmeißen, damit Lara mal kurz... Also nicht so sich kurz duckt oder so, da sie von Höhe halt gelandet ist. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So, ach man. Das ist irgendwie so blöd in Tomb Raider 3, dass die Lara halt in der unbedingt so mittig an einer Leiter sein muss, damit sie so gescheit hochklettern kann. Weil in Tomb Raider 2 war das, also, ja. In Tomb Raider 2 war das halt, scheiße, ich wollte Anlauf machen. Okay, ich merke gerade, dass ich richtig unkonzentriert bin, da ich gerade nicht aussprechen kann. Oh, Mann. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Genau, da ich ja in Tomb Raider 2 gemerkt habe, dass es da nicht so krass ist mit der Leiter, dass man da auch ruhig ein bisschen mehr an der, am Rande einer Leiter hochklettern kann. So. Gut, jetzt noch mal. Ich hasse dich. Oh Mann. Okay, wo war das jetzt? Das war nicht... das war da. Aber genau das ist das, was ich meine. Wenn ich einmal irgend sowas schaffe in einem Durchlauf... Ja, okay, jetzt bin ich nicht irgendwie verreckt oder so, aber ich muss das trotzdem einmal nochmal durchlaufen. Und beim Nein! Och Mann, ich bin wirklich schon konzentriert. Ich bitte euch, mir das zu verzeihen. Aber, wenn ich das jetzt das zweite oder dritte Mal durchspiele, schaffe ich es einfach nicht. Ich kack dann einfach übelst ab. Boah, Mann, ey. So gut. Ich kletter hier jetzt rauf und würde dann einfach sagen, dass ich mich verabschiede und... Und dass ich dann im nächsten Part weitermache. Also, speichern.
Tempelruine. Und bis zum nächsten Part, Leute. Haut rein. Ciao.